Hallo an alle und willkommen zu diesem neuen Termin von Liberamente in Campa. Nun, Gingers Windschutzscheibe ist ein bisschen schmutzig, weil ich in der Landschaft des Salento unterwegs bin. Heute nehme ich Sie mit zur Entdeckung der Masseria Mazzetta, dem Hof des Falkners. Ein langes Interview mit dem Besitzer. Also, guten Morgen zusammen. Wo genau befinden wir uns und Sie sich? Orfeo, der Besitzer? Das sage ich. Chef. Oder ist deine Frau die Besitzerin, also die, die alles im Haus bestimmt? Sagen wir, ich leite das Geschäft. Na gut, also es heißt Masseria. Mazzetta in Salice und Salentino, aber es ist der Hof des Falkners. Weil du ein Falkner bist? Sagen wir mal so, ja. Wir machen Shows mit Raubvögeln, die eine Stunde dauern und mit den spanischen Pferden. Wir haben 10 spanische Pferde. Was ist die Zähmung? Des Ganzen, denn es kann die Doma Klassiker sein. Oder die Doma Vaquera. Und dann haben wir die Welt der Papageien. Wir haben die Ara, das sind die größten Papageien, die es auf unserem Planeten gibt. Und es gibt einen großen See, wo wir diese Vorführungen machen. Immer mit pädagogischem und kulturellem Charakter. Besonders die Erhaltung. Denn wir befolgen die Richtlinien zur Erhaltung von Arten, die leider vom Aussterben bedroht sind. So haben sie Spaß, sie haben eine gute Zeit, sie sehen die Tierwelt, aber vor allem lernen sie etwas. Wir erzählen auch die Geschichte des Salento. Denn hier haben wir mit Friedrich II, der die Falknerei groß gemacht hat, machen wir diese Vorführungen und erzählen die Geschichte. Sowohl mit spanischen Pferden, die er als erster hierher brachte, als auch mit Raubvögeln, die diese Disziplin groß gemacht haben. Hören Sie zu. Diese Shows, Vorführungen, Aufführungen finden jede Woche statt. Ja, an den Wochenenden. An den Wochenenden. Freitags und samstags. Bis zum 15. Oktober. Also ab April bis zum 15. Oktober. Die Anlage verfügt neben den wunderschönen B&B-Zimmern mit Frühstück, in denen wir uns gerade befinden, auch über einen Bereich für Camper, Wohnwagen und Wohnmobile. Hat auch einen Bereich für Camper, Wohnwagen und Zelte, die... Zelten. Diese Raststätte bietet eine Reihe von Dienstleistungen an und ist das ganze Jahr über geöffnet. Sagen wir würden Sie gerne das ganze Jahr über geöffnet haben. Sie sind der Chef. Nein, hallo, alle zusammen. Sie ist mein Hälfte. Wir würden gerne das ganze Jahr über geöffnet haben. Aber da es das erste Jahr ist, in dem wir geöffnet haben, gibt es noch eine Menge zu tun. Aber wir sind von viel Grün umgeben, 10 Minuten vom Meer entfernt. Also gibt es hier viel Ruhe. Der Camper, der hierher kommt, sieht nicht nur alle unsere Shows, den pädagogischen Teil, die Tierausstellung, sondern verbringt auch einen schönen Abend mit denen. Sagen wir, der Mehrwert ist, dass Sie Camper sind, also kennen Sie die Anforderungen. Normalerweise will der Wohnmobilfahrer Ruhe und Frieden. Es stimmt, dass er auch das Meer sucht. Aber das Meer wird dann chaotisch, weil die, die dort hin und her fahren, stressig werden. Hier gibt es stattdessen die Möglichkeit, das Meer zu erleben, während man auf dem Land wohnt, die sind... Meiner Meinung nach ein enormer Vorteil. Unser Zwischenstopp hat Strom, B und Entladen. Es gibt ein Projekt, um Duschen zu machen, eine Wasserversorgung, die dann zu einem Campingplatz wird, weil mit Wohnmobilen und so weiter. Die freie Natur ist meiner Meinung nach eine der schönsten Welten, weil man sich dort frei bewegen kann. Neben Vögeln und Raubvögeln gibt es hier auch Pferde. Ich habe schon erwähnt, dass wir spanische Pferde haben. 10 spanische Pferde. Ja, und wir machen diese Bezahlshows, bei denen die Springbrunnen vorrücken, immer mit einem großen Video. Wir haben ein großes Leerboard, wo wir das historische Video-Storytelling machen, weil diese Tiere hier im Salé. Und mit diesen Pferden haben wir diese, sagen wir mal, Reitkunstshow. Das wäre die hohe Schule und das Zähmen. Das war, wie ich schon sagte. Es sind ein bisschen spezielle Räder. Ich kann nicht erklären, ob das nicht eine lange Sache wäre. Aber im Großen und Ganzen... Aber ich weiß, dass du einige sehr schöne Videos hast. Sagen wir mal so, was man heute hier in Italien sieht, ist bei spanischen Pferden schwer zu sehen. Und bei den Raubvögeln gibt es einige sehr große und sehr schöne Strukturen. Aber sagen wir mal, dass heute... Aber sagen wir, dass der Falknerhof heute eine der schönsten und größten Strukturen für Vögel und spanische Pferde ist... Aber vor allem mit Die-Shows, die die schwierigsten Dinge sind, wie die hohen Bereiche, Passadur, Schritt mit der Garrocha, besonders die hohen Bereiche, die Corbetta, Cabriola, Elevada, Posada. All diese Gebiete, die man nur in der Königlichen Schule in Spanien sehen kann. Dieses Spektakel gibt es nicht auf nationaler Ebene.
Aber für diejenigen, die hungrig sind? Für diejenigen, die hungrig sind, haben wir die Möglichkeit, diese Aperitifs zu veranstalten. Und dann planen wir Abende, die Spanien gewidmet sind. Der Paella, der Sangria, damit man auch essen kann. Sie müssen unserer Website... So, das war die Frage. Sie haben eine offizielle Website, wo es einen Veranstaltungskalender gibt. Das ist für... Rapporte der Falconiere. Und dort sehen Sie den Kalender unserer Shows und Veranstaltungen, die wöchentlich stattfinden und dann die zusätzlichen Veranstaltungen, wo man auch essen kann. Aber bei uns kann man den Aperitif trinken. Hören Sie, Tiere sind hier willkommen. Sagen wir ja, das Problem ist die Hygiene. Denn ab dem Moment, in dem Tiere reinkommen, besteht die Gefahr, dass sie sich anstecken können. Also vermeidet die Asla immer, aber im Wohnwagen Hangar, der seinen Hund nicht mitnehmen kann. Wir haben einen Bereich zugewiesen, wo man seinen Hund lassen oder mit ihm zusammenbleiben kann. Und in der Nähe des Wohnmobils kann man... Sie müssen wissen, wenn ich jemanden befrage, gibt es immer ein paar Fragen, die ein bisschen unangenehm sind. Also, welche von den beiden kam zuerst? Sagen wir, ich war es. Als ich sie kennenlernte, war ich 24 Jahre alt und sie war 18 Kinder. Das ist die Alona meines Lebens. Ich weiß nicht, was im Kopf eines Menschen vorgeht, aber es ist passiert. Wisst ihr, das ist derselbe Satz, den mein Großvater sagte. Ich habe ihn auch in den letzten Tagen immer wieder wiederholt. So war es also. Mein Vater und meine Mutter sind jetzt seit 70 Jahren zusammen und die Familientradition hat sich fortgesetzt. Ich glaube, die Arbeit hört nicht auf. Wobei Sie drei Töchter haben, richtig? Sie arbeiten hier zusammen mit Ihnen? Sehen Sie, Sie sind die Kontaktperson für die BNB, richtig? Fragen die Leute, die kommen, nach Ihnen oder fragen Sie nach ihm? Niemals. Also Sie können über die Website, die Telefonnummer, Sie bevorzugen, Sie zu buchen. Oder Sie können, wenn Sie Zeit haben, auch vorbeikommen. Sagen wir mal morgens für den Abend hier. Vom Morgen zum Abend übergehen. Oh, ich habe da unten gesehen, aber während wir sprechen, werden gerade einige Bilder übertragen, die ich hier im Gericht gefilmt habe. Ich habe einen Fiat MXIE gesehen. Ich nehme an, das ist Ihrer. Aber warum? Organisieren Sie auch Veranstaltungen hier bei der Hochzeit im Hof? Ich kann alles machen. Ich denke, diese Einrichtung... dass wirklich, wenn man jemanden im Kopf hat, etwas, was auch immer es ist, gemacht werden kann. Ja, sie können große Konzerte machen, was wir gar nicht wollen, aber wir planen musikalische Abende. Ich spiele euch zum Hochzeitstag. Jubiläum. Jedes Ereignis, das wir zusammenstellen können. Also vielen Dank, dass Sie uns das gesagt haben. Wenn Sie kommen und fragen, sollten Sie wissen, dass die Leute, die kommen, normalerweise sagen, dass wir Freunde von Cristiano sind. Ah, zu diesem Zeitpunkt erwartet man immer, dass Sie eine Voliere reinigen. Wo machen Sie? Das stimmt, genau das. Nochmals vielen Dank. Wiedersehen, auf Wiedersehen, danke.